Die ist nur Lieutenant, also kann die auch mit. Muss aber noch ihre Schadenrüstung anziehen. Und ihr Lasergewehr. Gut. Der Schnitter kommt noch mit. Ja. Ja, dann kommen hier, haben die halt noch Libby mit. Ja, ist so okay. Gehen wir los. Unsere Schauplätze will ich nicht zu Hause lassen, die müssen immer dabei sein. Die sind wichtig, dass Leute überleben. Wir landen. Wir setzen sie auf ägyptischem Gebiet ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Die Karte kenne ich auch. Kommen wir jetzt schon noch neue Gegner dran, aber ich glaube noch gibt es noch keine neuen Gegner. Wahrscheinlich wieder ein paar Discs laufen hier rum. Oder schweben rum eher gesagt. Laufen können die ja nicht wirklich. Ich laufe mit ein paar Mutern hier rum. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Erst kommen unsere Sniper in Position. Vorher bewegt sich keiner weiter, bis nicht die Sniper eine Position haben. Dann haben wir hier Cat. Ich habe den Namen von Ihnen angepasst. Ich hoffe, das ist in Ihrem Interesse. Daniel. Steht der. Jetzt hier das alleinige Frontschwein unserer Truppe. Die kann Daniel helfen einiger ein bisschen, aber nur von nahen. Was machen wir mit Libby? Nimmt mal die andere Flanke. Bin unterwegs. Und wo stellen wir Felina hin? Kann sich hier zu Kiwi stellen und da mal gucken, was da los ist. Dann mal abwarten, was der Gegner macht. Mutan! Das ist nicht gut. Da hast du eigentlich recht, dass das nicht gut ist. Passt auf die Flanken auf, sie rücken vor. Also das Auto, da explodiert in der nächsten Runde. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Bevor wir hier was machen, können unsere Sniper was reißen. Nimm dir den. Yep. Spectre sieht nichts. Ist ungünstig für ihn. 55%. Ich schätze mal, dass er in der nächsten Runde Granaten werfen wird. 100%ig. Und wir stehen auch hier so wunderbar zusammen. Das heißt, irgendwer muss weg. Wir
Wir können nicht vor, weil das Auto brennt davon. Das heißt, es geht schon mal nicht. Aber ich würde ihn gern wegkriegen. Daniel hat 51% auf den. Lippi kann noch. 52%. Fliene kann auch noch. Sie sieht den Gegner noch nicht. Lass mal Lippi vorrücken hier. Und unter der Gefahr, dass wir neue aufdecken. Tun wir nicht. Was hat er? 58%. Probier da. Nächstes Mal krieg ich ihn. Shit. Feline. In Bewegung. Näher ran. Nee. Das ist jetzt so eine Sache. Wie weit kannst du laufen, Daniel? Hast hier natürlich keine Deckung, ist klar. Du musst hier weg. Oder Schnitter muss weg. Eins von beiden. Hätte 55%. Können nicht vorrennen, das geht nicht. Leute, Leute, das machen wir hier. Also erstmal Spectre Kiwit auf Feldposten. Ich habe alles im Blick. Dann Feline. Bleibt so da stehen. Daniel macht eine Bewegung auf, ja, auf die Position hier. Mach Feldposten. Probier's. Gut, trifft. Wie gesagt, explodiert. Für den triffst du vielleicht? Nee, nee, nee. Justiere Zielvorrichtung. Habe ihn weggefickt. Wunderbar, Kiwi. Machst du super Job. Oh, da sind eine Disc. Eine Drohne. Bumm. Gut, dass da keiner mehr stand. Okay. Können unsere, ja, unsere Sniper können schießen. Das machen die dann auch erstmal. Zumindest er kann. Wo haust du das Ding denn hin? Wofür hast du ein Zielfernrohr? Lippi kann, Kiwi kann mit Truppsicht, hat 85% sogar, noch ein bisschen besser als. Okay, ja, aber okay, 6 Punkte ist okay. Aber du hast doppelte Portion. Darfst also nochmal. Und noch ein Treffer, schön. Lippi könnte vielleicht... Könnte vielleicht. Könnte der. 52%. Mach mal. Ja, ich kann. Mit Glück haben, haut es auch noch die andere Drohne mit um. Gut, Daniel, stimm du erstmal hier. Hier vor, damit du auch wieder brauchbar bist. Und für ihn mit zu Lippi vor hier. Ich mach mich los. Und lädt mal nach. Fertig und bereit. Schnitter. Geht auch mit vor. Lädt aber auch erstmal nach. Geladen und entsichert. Oh.
gut. Unsere Freunde machen erstmal nichts. Wohlgemerkt erstmal nichts. Kiwi geht näher ran. Gehe in Position. Und kann da mal nachladen. Da die ja im Moment nichts machen. Der geht einen Platz nach vorne. Bestätige. Sieht nichts, macht erstmal noch nichts. So, Kombo-Mann, Lippi. Nee, das lasse ich nicht. Das lädt erstmal nach. Nachgeladen. So, unser Shadow. Kann sich auch bewegen, da die ja noch nicht allzu viel machen. Habe ich da nicht so viel Angst. Kann auch mal nachladen. Wieder am Start. Und auch Daniel rückt sich ein Platz weiter nach vorne. Auf dem Weg. Und macht dann erstmal Feldposten. Gehe auf Feldposten. Ja, Cat, bleib wo du bist. Der macht auch Feldposten. Was war das? Ich habe Muton gehört. Aber noch sehen wir kein Muton. Drücke aus. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Ich glaube zwar nicht, dass da in der Ecke was ist, aber kann ja sein, dass hier noch irgendwas was rumstampft. Das würden wir dann gerne ausschalten. So, meine Kitty Cat, was machst du? Erstmal nix. Shadow Gem noch auf Feldposten. Libby und Feline hätten wir noch, die auf jeden Fall noch ihre Züge frei haben. Dann geht Libby hier drüben hin, damit wir das ein bisschen verteilen. Oh, Feldposten hier. Feline dann geht hier ganz an die Ecke dann. Okay. Macht hier Feldposten, dann jeder Schnitt nach Feldposten, dann guck mal, ob die Aliens was machen. Aber erstmal wird Naldo noch. Nee, wollen nicht irgendwie. Aber ich schätze, die sind irgendwo hier hinten, hier in dem Haus oder so, oder hier neben der Kassel hängen die drin und denke nicht, dass sie hier im Geschäft sind. Sonst würden sie das ja immer schon mal angreifen oder so. Das ist relativ wahrscheinlich, dass die ganzen woanders sind. Dann geh einfach mal hier hin, Schnitter. Positiv. Feindkontakt. Okay, Thin Man. Still, habt ihr was gehört? Haben wir in der Tat. So, Daniel, geh vor. Halt dich am besten mal hier. In Bewegung. Lippi macht dann hier diesen Alien-Ding Stellung auf und Fiene geht hier hin. Verstanden, Commander. Unsere Schnipper. Der Spectre zum Beispiel. Der Spectre kann hier in das Auto gehen. Auch Verdeckung, aber es ist ja für ihn eigentlich eher auch nicht wirklich entscheidend, ob er Vordeckung oder Halbdeckung hat, weil er sowieso Vordeckung. Unser Dunkel will noch. Ja, ich weiß, da steht Dunkel. Dunkel, aber es soll Dunkel heißen. Muss ich ändern. Habe ich mich vertippt. Wir machen nichts, bevor wir von denen hören. Was war das für ein Geräusch? Hm?
Kluft. Ziel verfehlt. Dann trifft er nicht. Ich glaube, ich habe was gehört. Au. Verdiene nicht weh. Arsch. Mutern. Okay, mein Problem ist jetzt. Wir haben zwar hier den Schnitter stehen. Der könnte auch laufen. Aber wir haben hier erstens keine Deckung und zweitens, wir wissen nicht, wo hier der Thin Man steht. Und wir haben ja noch einen Mutern hier, das heißt. Nicht unbedingt das Beste, aber Schnitter, du musst ein Held werden, also hau mal Run and Gun rein. Bringt sie zur Strecke. Guck mal, was hier ist. Nichts. Dann geh Overwatch. Also Feldposten. So, die gehen wieder auf ihre Präzisionswaffen. Gut, da geht er mit. Sportet hier hin. Der war auf Feldposten. Ist jetzt blöd. Gut, wir wissen, wo sie stehen. Das ist auch schon mal was wert. So. Ich kümmere mich drum. Was war das? Oh, ich hab da gesehen, bei Feline ist da irgendwie ein Geräusch aufgetaucht. Rache von Feline. Ja, und zwar das Geräusch kam hier aus der Richtung. Schnitter, sei so gut. Und stell dich mal hier an das Auto. Bin dran. Verstanden. Ich hab alles im Blick. Unser Combo-Man macht erstmal nichts. Kiwi, stell dich hier hin. In weiser Voraussicht, dass du da vielleicht was triffst. Gerne. Wenn da ein Muton durch die Tür kommt. Feline war ja jetzt an dem Punkt, wo sie was gehört hat und auch was getroffen hat. Aber hier machst du auch erstmal Feldposten. Es ist auf jeden Fall laut Geräusch in Muton, das wissen wir. Wir wissen nicht, wo das jetzt genau ist, aber wir haben eine grobe Richtung. Und da bewegen wir uns jetzt auch so nach und nach hin. Begebe mich auf Position. Auch unsere Sniper. Und wir gehen hier auf Overwatch. Etwas hinter dem. So, Daniel. Ja, das ist jetzt natürlich die große Auswahl. Na gut, gehen wir hier hin. Falls da irgendwas ist. Von da. Schnitte hat. Und trifft. Oh. Einen haben wir. Oh.
Oh yeah, okay, dann doch nicht von hier hinten, dann doch von da. Dann müssen wir umdenken. Reste vielleicht. Ne, die Chance zu kriegen. Und das, aber er muss irgendwie nachladen, aber steht da eigentlich ganz gut zum Nachladen. Das kann er machen. So. Daniel muss hier unbedingt weg. Beziehungsweise er muss irgendwo hin, wo er nicht so leicht getroffen wird. Geht lieber hier hin. Können die ja noch, er kann nicht mehr schießen. Gut, er kann nicht mehr schießen. So. Er steht hier in der Linie, aber ich glaube, so weit schießt der Mutton nicht. Er wird sich eher hier an... ja, wahrscheinlich eher an Daniel versuchen, als dann... oder an Feline. Aber Feline werde ich auf jeden Fall wegziehen. Geh mal in Position für einen Schuss auf den Mutton. Feline ziehe ich, wie gesagt, weg. Kommt hier hinter das Auto. Macht Overwatch. Combo Lippi ziehe ich hier an das Auto. Und da mache ich auch Feldposten. Unser ewiges Dunkel geht hier an das Alien-Ding. Und macht auch Overwatch. Und jetzt mal gucken. Guck mal, dass er das macht. Das ist allerdings weh. Also Daniel muss auf jeden Fall weg. Das können wir, so viel können wir sagen. Schade, dass wir ihn da nicht... wir ihn da nicht sehen, da es keine Schusslinie hier zum Gegner gibt. Das ist schade. Ja, könnten wir jetzt natürlich jetzt vorrennen. Aber erstmal haben wir hier unseren Daniel weg. Der muss auf jeden Fall zurück. Lauf hier hin zu Libby. Spectre Kiwi. Dich ziehen wir näher ran. Kannst, hättest jetzt zwar schießen, aber du machst Overwatch. Da du nicht mehr, schießen kannst. Du siehst zwar, aber kannst nicht mehr schießen. So, so. Shadow. Feldposten. Feline, lad mal nach, Feline. Und Lippi macht das, was er am besten kann. Dahin zusammenflicken. Ganz ruhig, Soldat. Und hier Feldposten. Ja, dahin sollte da weg. Das wäre eine gute Entscheidung. Schwerer Beschuss in diesem Bereich. Triffst aber nicht. Ich glaube, Kiwi kann. Und Kiwi darf auch. Sieben. Nee, er darf keine doppelte Position machen. Warum darf er das nicht? Das ist einfach, weil er schon Max-Level hat. Shadow hat noch kein Max-Level, er darf mal. Und er macht das gut. Alle Missionsziele erreicht. Ich hätte jetzt auch noch Schnitter machen lassen können, weil er hat ja noch mal, er hat jetzt wieder Sturm und Schuss frei gehabt. Hätte ich ihn genau neben ihn gelaufen, hätten dann einen Schuss gegeben, aber ja. Irgendeiner von beiden hätte es gemacht. Das hat halt unser Shadow gemacht. Nächstes Mal darf dann halt Schnitter wieder ran. Wer nicht der sowieso schon aufgestiegen ist. Hat er was gemacht in der Runde? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, aber ich bin nicht sicher.